Hallo und herzlich willkommen zum Saisonfinale der GT3-Saison, präsentiert von der RFVGT. Heute auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir fahren die 24-Stunden-Variante der Strecke. Heute Abend mit der ein oder anderen kleinen Änderung, denn es wurde ein bisschen was geschraubt. Wir haben heute Abend nur ein Qualifying mit 35 Minuten und auch nur ein Rennen dann heute Abend mit 75 Minuten Rennlänge. Es gibt dafür doppelte Punktzahl am heutigen Abend hier beim Finale. Dementsprechend wird sich noch einiges in der Meisterschaft ändern können. Dementsprechend fahren wir auch mit einfachem Spritverbrauch und Reifenverschleiß. Pflichtboxenstopp ist auch in diesem einen Rennen dann heute Abend wieder angesagt. Und wir nutzen gerade mal die Zeit, solange die Fahrer hier noch auf ihrer Outlap sind, um uns die Meisterschaftsstände anzugucken. Da sehen wir in Grid 1 weiterhin immer noch in der Führung Jakob Siebert, 43 Punkte Vorsprung auf Johannes Flöps. Das kann mit der doppelten Punktevergabe am heutigen Abend noch sehr, sehr eng werden. Und Johannes Flöps hat damit dann auch noch die Chancen hier auf den Meistertitel. Dahinter auf dem dritten Platz knapp gefolgt Fabio Petruga mit 323 Punkten. Da sind jetzt gerade mal noch 6 Punkte, die auf Flöps fehlen. Auf der vierten Position haben wir dann Benjamin de Groot. Er allerdings schon relativ weit abgeschlagen mit 277 Punkten. Muss auf ein gutes Ergebnis heute Abend hoffen, dass er da noch eine Chance für die Top 3 hat. Auf der 5 Marvin Böhm mit 218 Punkten. Da wird auch die doppelte Punktevergabe nicht unbedingt helfen, um weiterzukommen. Dafür ist der Abstand dann einfach ein bisschen zu groß. Malte Schneider dann auf der 6 mit 176 Punkten. Für ihn geht es darum, hauptsächlich den Abstand oder die Position besser gesagt gegen Fabian Hacke zu verteidigen. Da liegen nur 2 Punkte zwischen den beiden Fahrern. Und auch Harald Ludwig ist mit 167 Punkten da auf jeden Fall noch in einer sehr guten Schlagdistanz. Michael Hartmann dann auf der 9 mit 146 Punkten. Hat auch hier noch eine gute Chance, den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern. Genauso wie der 10-platzierte Sebastian Weiß mit 144 Punkten. Da ist auch noch sehr viel drin für den Camaro-Piloten. Dennis Errico dann verdrängt jetzt auf die 11, 135 Punkte für ihn. Aber auch dort, wie schon erwähnt, durch die doppelten Punkte einiges möglich. Timo Schulz dann auf der 12. Position mit 108 Punkten. Gefolgt von Marcel Lipp, der ja leider nicht mehr mit dabei ist. Patrick Barth dann auf der 14. Position vor Steffen Breitfeld auf der 15. Mike Peters dann auf der 16. Position vor David Hacke auf der 17. Sven Oliver und Manuel Klamt ja nicht mehr länger in der Meisterschaft dabei. Schauen wir auf das zweite Grid. Dort sehen wir Pascal Berninger in Führung mit 401 Punkten. 10 Punkte Vorsprung auf Christopher Meyer auf der 2. Das wird sehr interessant zu sehen heute Abend, wie sich für die beiden Piloten ausgeht. Bernd Anthony auf der 3. Position, dank den sehr guten Resultaten in den letzten Rennen, hat er es geschafft, sich in absolute Schlagdistanz zu bringen, um gegebenenfalls hier heute Abend sich auch noch den Meistertitel sichern zu können. Sandro Schlott dann auf der 4 vor Jörg Baumgart auf der 5 und da sehen wir es, einen Riesensprung zwischen dem 4. und dem 5. Da reden wir von über 100 Punkten. Jörg Baumgart wird dementsprechend keine Möglichkeit mehr besitzen, sich hier weiter nach oben zu verbessern. Frank Rode ist dann auf der 6 auch schon sehr gut abgeschlagen vor Thorsten Dress. Auch dort ein relativ beruhigender Abstand. Wir haben dann Thoralf Bruder noch auf der 8. Position. Vor Tim Müller auf der 9, Tobias Knob auf der 10, nur noch ein Punkt hinter Tim Müller. Dort hat also Tobias Knob noch sehr gute Möglichkeiten, mit einem Top-Ergebnis heute Abend sich weiter nach vorne zu kämpfen. Peter Spielmann dann dicht dahinter auf der 11, vor Ralf Rühlander auf der gesamten 12. Position.
Marvin Summer dann nur ein Punkt hinter Rühlander auf der 13 und alle Fahrer, die dahinter kommen, sind auch nicht mehr länger in der Meisterschaft mit dabei. Zum Abschluss gibt es dann noch den Blick auf die Teamtabelle und dafür das Germax-Team ganze 88 Punkte vor Kfz-Teile 24. Sind wir gespannt, wie es sich dort dann am Ende des heutigen Rennens ausgeht. SRS Racing auf der 3 mit 475 Punkten. Auch dort bestehen noch Möglichkeiten auf den zweiten Platz. Auf der vierten Position dann das HTP Bentley Boys Saar Team, relativ weit abgeschlagen, fast 200 Punkte hinter SRS. Dementsprechend wird es dort keine Verbesserung mehr geben können für die HTP Bentley Boys. Diese haben aber das Alpina Motorsports Team überholt, welches ja nicht mehr in der Meisterschaft teilnimmt. Auf dem sechsten Platz haben wir dann M&M Racing, allerdings 74 Punkte hinter Alpina Motorsports. Dort wird eine Positionsverbesserung eher unmöglich sein. Hackel Racing dann auf der 7 auch nicht mehr länger dabei, genauso wie das Best Racing Team auf der 8. Position. In Grid 2 schauen wir noch kurz rein, da führt das Front Row Motorsport Team mit 495 Punkten. Dementsprechend 43 Punkte Vorsprung auf Twinbush bei Audi Sport Racing. Da ist doch dann gegebenenfalls noch ein Führungswechsel möglich nach dem heutigen Abend. Das Slow in Motion Team mit 413 Punkten, da muss schon dann alles wirklich perfekt laufen, dass es dort den Vorteil für Slow in Motion noch gibt. Knob Motorsport dann auf der vierten Position mit 251 Punkten. Das wird Tobias Knob dort wahrscheinlich nicht handeln können, um dort nochmal eine Position weiter nach oben zu kommen. Und wir gehen jetzt direkt in das Live-Bit hinein. Und das ist nicht Ralf Rühlander, das ist Johannes Flips, den wir hier im Bild haben. Und dann kommt mal wieder Race Room mit seinem Genialistensprung und sendet mir wieder einen Crash Report. Ich bekomme gerade die Info, dass man nichts sieht. Das könnte damit zusammenliegen, dass mir Raceroom gerade wieder einen Crash Report ausgeschmissen hat. Was gerade ein bisschen ungünstig ist. Komischerweise läuft es aber trotzdem weiter. Mein Bild ist nur ein bisschen eingeschränkt dadurch. Aber wir versuchen mal das Ganze so ein bisschen durchzubringen, solange es noch Bild gibt. Schaue ich mal so ein bisschen auf die Zeitenübersicht. Jakob Siebert auch schon unterwegs hier im Qualifying. Und er befindet sich schon relativ am Ende der Nordschleife. Er ist jetzt auf dem Weg Richtung Mini-Karussell. Wir sind gespannt, was er für eine Zeit hier liefern kann. Die erste Runde ist ja meist noch ein bisschen langsamer, da man die Abkürzung nimmt, wenn man von der Grand Prix-Strecke kommt, direkt wieder aus Start und Ziel. Da fehlt einem natürlich ein bisschen Speed dann die Start und Ziel gerade herunter. Deswegen gehe ich davon aus, dass die zweite Runde eines jeden Fahrers dann schneller sein wird als die erste. Zumindest wenn es denn dann auch über die Schleife ohne Probleme läuft. Jakob Siebert ist jetzt am entspanntesten Teil der Strecke angekommen, nämlich auf der Döttinger Höhe. Hier können die Fahrer wirklich sich mal kurz zurücklehnen, die Geschwindigkeit genießen, durchatmen und Kraft tanken dann für die nächste Runde. Und jetzt ist dann Race Room leider Gottes doch wieder komplett abgesegelt.
Dementsprechend werden wir einmal eben wieder zurück auf den Server joinen, in der Hoffnung, dass Raceroom dann ab jetzt weiterhin stabil durchläuft. Denn das ist schon der zweite Absturz innerhalb der letzten Minuten. Nicht unbedingt das, was man sich erhofft. Aber ich bin es, muss ich leider sagen, auch schon ein wenig gewohnt von Raceroom, dass man dort nicht so problemlos immer durchkommt. Ein wenig schade. Aber Daumen drücken, dass es dann bis zum Schluss klappt. Der Reconnect kann jetzt ein wenig dauern, da die Nordschleife doch etwas größer ist und ein bisschen mehr Ladezeit in Anspruch nimmt. Deswegen hoffe ich mal schwer, dass das dann der letzte Reconnect ist, den ich am heutigen Abend benutzen muss. Denn die Ladezeiten sind doch ein bisschen hinderlich. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich das Live-Bild zeigen möchte, geht einem hier dann ein wenig Zeit verloren, die so an für sich nicht unbedingt geplant ist. Und ich muss auch leider warten, bis ich wieder auf dem Server bin, um Ihnen diverse Informationen über das Qualifying weiterreichen zu können. Da natürlich auch mein Live-Timing nicht funktioniert, wenn ich nicht auf dem Server bin. Jetzt hoffe ich nur darauf, dass Raceroom hier dann doch relativ zügig das Ganze geladen bekommt, dass wir dann so schnell als möglich wieder mit dem Live-Bild und den dementsprechenden Zeiten dann schon wieder gleich zurück sind. Ich erinnere mich noch an einen Stream eines Kommentatorenkollegen aus dem letzten Jahr. Da ging es auch auf der Nordschleife. Dort waren ähnliche Probleme gewesen. Scheint fast so, als würde die Nordschleife bei Raceroom Probleme bereiten, wenn es um das Streamen geht, da die Strecke sehr, sehr groß ist und das scheint für Raceroom nicht unbedingt zu passen. Ein bisschen ungewöhnlich ist jetzt auch, dass mir Practice Last Lap angezeigt wird, da wir eigentlich im Qualifying sind. Da warten wir einfach einen kurzen Moment ab. Normalerweise müsste der Server mir auch gleich die richtigen Informationen wieder zur Verfügung stellen. So ist es. Da sind wir zurück im Live-Geschehen des Qualifyings. Wir sehen Jakob Siebert hat momentan die Pole-Position vor Steffen Breitfeld. Dann Lukas Kolb, der Gaststarter, auf der dritten Position. Johannes Flaps momentan nur auf der 4 mit knapp 8 Sekunden Rückstand auf Siebert. Auf der 5 haben wir den nächsten Gaststarter mit Michael Schmidt, Pascal Berninger dann auf der 6. Dementsprechend die Pole Position für ihn Ingrid 2, Malte Schneider auf der 7, Jörg Baumgart auf der 8, Frank Schrey, unser nächster Gaststarter, auf der 9. Position und Ralf Rühlander rundet momentan die Top 10 ab. Jetzt kommt noch Thoralf Bruder mit seiner ersten Zeit. Genauso geht es auch gerade ein bisschen weiter mit Levan Todd. Er momentan auf der 4. Position. Auch ein Gaststarter hier am heutigen Abend. Des Weiteren, da wollte ich jetzt nicht hin, vielen Dank. Des Weiteren haben wir dann jetzt auch schon eine Zeit bekommen von Thorsten Dress. Er momentan auf der gesamtelften Position. Und wir suchen uns mal einen Fahrer, wo wir auch eine Zeit mitlaufen haben. Dann nehmen wir in dem Fall gerade mal Christopher Meyer zur Hand. Er momentan auf der gesamt 19. Position, noch ohne gezeitete Runde. Wir haben heute Abend 8 Stammfahrer, die sich abgemeldet haben. Dementsprechend ein größeres Gaststarterfeld am heutigen Abend hier auf der Nordschleife unterwegs. Insgesamt haben wir 26 Fahrzeuge für das heutige Rennen auf dem Grid.
Und mir wird Pascal Berninger angezeigt mit persönlicher Bestzeit im ersten Sektor. Er ja im zweiten Grid unterwegs. Momentan dort erstmal ohne direkte Konkurrenz in der Startausstellung. Und ihm fehlen 13,7 Sekunden auf Jakob Siebert. So, gerade noch das eine oder andere noch mal ein bisschen hier eingerichtet. Da ist mir gerade ein bisschen was durcheinander geschmissen hat. Wir schauen bei Pascal Berninger auch persönliche Bestzeit im zweiten Sektor. Ich werfe gerade mal ein bisschen die Blicke über die Zeiten der anderen Fahrer. Johannes Flips momentan mit Bestzeit im ersten Sektor unterwegs. Während Pascal Berninger sich hier langsam aber sicher dem Ende der Nordschleife widmet. Für Berninger geht es jetzt über Pflanzgarten 2 hinunter zum Schwalbenschwanz. Diese Stelle ist für jeden Fahrer immer wieder ein Riesenspaß, als einfach nur Vollgas durchgeht. Jetzt ein bisschen wieder der langsame Teil durch das kleine Karussell hindurch Richtung Galgenkopf, bevor es dann gleich hinausgeht wieder auf die Dettinger Höhe, und das wird Pascal Berninger dann direkt nutzen, um sich ein bisschen zu entspannen nach dieser Runde hier. Wenn er die Runde so ins Ziel bringen kann, wäre auch eine gute Positionsverbesserung für ihn hier in Aussicht. Jetzt die Einfahrt in den, über den Tiergarten in die Hohenrhein-Schikane für Pascal Berninger, dann gleich wieder raus auf die Start- und Zielgerade der Grand Prix-Strecke, und dann werden wir sehen, wo bei ihm am Ende die Zeit stehen bleibt. Eine 8:29 war die bisherige Bestzeit von Berninger im Qualifying bis jetzt, und er verbessert sich dann am Ende doch nicht ganz, da verliert er viel zu viel am Ende, und das war natürlich eine 8:26. Seine bisherige Bestzeit, dementsprechend leider keine Verbesserung für ihn. Wir schauen zu Johannes Flips. Er ist mit Bestzeit auch, oder mit persönlicher Bestzeit auch, im zweiten Sektor unterwegs. Und auch er befindet sich schon Richtung Anfahrt des Galgenkopfes. Dementsprechend nimmt auch er gleich die ruhige Gerade der Dettinger Höhe mit Freuden entgegen. Während Anthony verbessert hat auf die gesamt siebte Position und damit Anthony jetzt also die Pole Position im Crit 2 innehat, hat Pascal Berninger dort erstmal um eine Position weiter nach hinten verdrängt. 2 Sekunden der Abstand zwischen Anthony und Berninger, während Johannes Flips die komplette Power seines Camaro hier auf der Dettinger Höhe
ausnutzen kann, bevor es jetzt dann auch für ihn runtergeht zur Hohenreihenschikane. Dann sind wir gespannt, wenn Johannes Flöps gleich über die Linie kommt, wo die Zeit für ihn stehen bleibt. Momentan nur die fünfte Position für ihn. Und dann bleibt die Zeit stehen bei einer 8:22.480. Dementsprechend eine zeitliche Verbesserung, aber keine Positionsverbesserung für ihn, Malte Schneider. Er ist noch relativ am Anfang seiner Runde. Wir haben Jakob Siebert, der mir eigentlich mit Bestzeit gemeldet wurde. Dementsprechend das aber ein Fehler meiner Übersicht. Denn Siebert ist da gerade in seiner Outlap-Runde und wärmt dann noch gerade mal alles ein bisschen auf, bevor er dann gleich wieder auf eine fliegende Runde geht. Dementsprechend schalten wir wieder zurück zu Malte Schneider. Er befindet sich gerade beim Abschnitt Bergwerk, kommt da jetzt aber viel zu weit raus, respektive wir sind noch bei der Ex-Mühle. Gehen jetzt Richtung Anschlag Bergwerk hinunter. Aber ich denke, dass Malte Schneider seinen Verbesserungsvorsprung aus Sektor 1 nicht unbedingt zu Ende bringen kann. Denn die Wandberührung bei Wehrseifen hat doch einiges an Zeit gekostet. Hinter ihm, das ist der Gaststarter Lukas Kolb in seinem Bentley Continental GT3. Wir sehen ja schon Malte Schneider, da fehlt es dann im zweiten Sektor. Dementsprechend schauen wir mal, was Lukas Kolb macht. Auch dort sehen wir Rückstände auf die persönlichen Bestzeiten bisher. Dementsprechend werfen wir einen Blick Richtung Bernd Anthony. Bernd Anthony ist noch ganz am Anfang seiner Runde hier auf der Nordschleife. Er ist jetzt gerade Richtung Anfahrt zum Schwedenkreuz. Diese schöne Bergauf-Bergab-Passage jetzt hier ins Schwedenkreuz reinfallen lassen, dann den Bremspunkt für Arenberg finden. Hier viel, viel Schwung mitnehmen, weil es dann eine lange Gerade wieder gibt, durch die Fuchsröhre hindurch. Diese leichten Links-Rechts-Kurven den Berg hinunter lassen sich problemlos Vollgas nehmen in einem GT3. Nice, ist hier schön die Kompression mitnehmen. Richtung Adenauer Forst hinauf. An dieser Stelle gab es letztes Jahr einen schweren Abflug im 24-Stunden-Rennen. Wer sich erinnert, der HTP Mercedes ging am Adenauer Forst dort etwas geradeaus. Und Bernd Anthony hat zumindest im Sektor 1 mal noch einen Rückstand. Jetzt erstmal durch Metzgersfelde durch Richtung Kallenhardt. Eine sehr interessanter Streckenabschnitt für die Fahrer. Hier den Berg hinunter in die Spiegelkurve hinein, bevor es jetzt dann gleich zur Dreifach-Rechts geht. Eine schnelle, aber auch schwere Kombination, diese Dreifach-Rechts hier. Wenn man bei der dritten Rechtskurve einen Zacken zu schnell ist, geht es hier sehr weit raus aus Gras. Und dann ist auch direkt schon die Leitplanke da. Jetzt einmal Richtung Wehrseifen hinunter. Geht es dann über die Breitscheidbrücke hoch zur Ex-Mühle. Hier an der Breitscheidbrücke im Real noch immer sehr, sehr viele Fans unterwegs. Bernd Anthony befindet sich jetzt Richtung Anfahrt Bergwerk, bevor es dann auf die erste Entspannungsstrecke quasi geht. Durch das Kesselchen dann gleich hindurch kann man ein bisschen entspannen. Denn ab hier geht jetzt erstmal ein ganzes Stück Vollgas für den Porsche-Piloten. Und da sehen wir im zweiten Sektor, bringt Bernd Anthony dann eine persönliche Bestzeit zustande. Und jetzt hier den Berg hinauf, da muss das Fahrzeug ein bisschen stark arbeiten, bevor es jetzt gleich in die Mutkurve hineingeht. Genau dieser Linksknick ist die Mutkurve. Geht es jetzt für Bernd Anthony dann einmal direkt in das Klostertal hinein. Auch hier eine schwere Kurve. Man muss einen Anbremspunkt finden. Dann auch hier wieder früh aus Gas, denn den Schwung zum Karussell mitnehmen.
ist auch hier wieder sehr, sehr wichtig. Und dann einfach in das Karussell hineinfallen lassen. Schön am unteren Punkt des Karussells durch, auch wenn man dort hart durchgeschüttelt wird. Bringt einem aber das dann die Zeit, die man benötigt. Jetzt den Berg hinauf, hier dieser Linksknick geht teilweise voll. Und jetzt kommen wir in den besten Abschnitt der Nordschleife, hier ab der Hohen Acht. Einmal durch, hinunter dann Hedwigshöhe, Wippermann, Eschbach, Brünnchen. Das sind die Streckenabschnitte, durch die Bernd Antony sich jetzt begibt. Das ist eine Kurve nach der anderen. Das Fahrzeug kann man hier immer richtig schön reinfallen lassen. Muss viel Schwung durch jede Kurve mitnehmen. Hier kann man die meiste Zeit gewinnen, aber natürlich auch die meiste Zeit verlieren. Denn die Nordschleife ist natürlich noch eine der ältesten Rennstrecken, die wir haben. Dementsprechend keine weiten Ausläufzonen, keine großen Kiesbetten oder sonstiges. Macht man hier einen Fehler, wird man sehr, sehr schnell bestraft. Da kommt Bernd Antony jetzt aus dem Brünnchen heraus Richtung Pflanzgarten 1. Dieser kleine Sprunghügel hier, bevor es dann direkt in eine Doppelrechts wieder hineingeht. Dann über die Linkskurve zum Pflanzgarten 2, dem großen Sprunghügel. Geht es dann hier durch das Stefan Bellof S. Dieses wunderschöne Vollgasstück. Bevor es dann wieder heißt, anbremsen auf den Schwalbenschwanz. Auch hier Bernd Antony kommt sehr gut durch. Noch einmal durch das kleine Karussell hinein und dann einfach rausspringen am Ende. Bevor es jetzt nochmal in den Geigenkopf geht. Und der Geigenkopf, eine der wichtigsten Stellen hier an der Nordschleife. Denn hier ist es wirklich extrem wichtig, den kompletten Schwung mitzunehmen, um dann so viel Speed wie möglich hier auf die Dettinger Höhe bringen zu können. Und dann sehen wir gleich auf der von Fahrerseite aus gesehen rechten Seite die Einfahrt der Touristenstrecke. Hier allerdings nicht asphaltiert. Geht es jetzt hinein? Unter der Tiergarten, unter der Antonisbuche Richtung Tiergarten runter, bevor es dann gleich wieder in die Hohenrhein-Schikane geht. Und dann hat Bernd Antony auch seine nächste Runde hier auf der Nordschleife geschafft. Und jetzt wieder hinaus auf die Grand Prix-Strecke. Momentan ist es die siebte Position für Bernd Antony. Er verbessert sich auf die sechste Position mit einer 8:23.737. Wir sehen, es sind noch nicht mehr allzu viele Fahrer unterwegs. Johannes Flips, einer von ihnen, Levent Todd, der Gaststarter, momentan auf der vierten Position in seiner Corvette C6. Er ist schon im Kleinkarussell angekommen, vor ihm, das ist Ludwig Harald. Für ihn ist es momentan nur die 24. Gesamtposition und wir sehen dort aber schon Verbesserungen in den ersten beiden Sektoren. Aber Ludwig Harald hat dort keinen guten Ausgang aus dem Geigenkopf bekommen. Dementsprechend jetzt natürlich der perfekte Moment für Levent Todd, hier den Windschatten des Bentleys direkt auskosten zu können, was natürlich auf der Dettinger Höhe jetzt ein riesen Vorteil ist. Und dann kommen die beiden hier im direkten Paarflug hinübergeflogen. Einmal an der Antonisbuche vorbei in den Tiergarten hinunter. Und dann hoffen wir, dass Levent Todd da gleich den Bremspunkt zur Hohenrhein-Schikane dann perfekt trifft. Sehen Ludwig Harald früher auf der Bremse als Todd. Aber das ist kein Problem für den Corvette-Piloten. Frank Rohde verbessert sich auf die 17. Position. Levent Todd bleibt auf der 4 und Ludwig Harald macht jetzt einen Sprung auf die gesamt 8. Position. Michael Schmidt momentan im zweiten Sektor unterwegs, dort aber respektive schon im dritten Sektor unterwegs, aber da fehlt im zweiten Sektor dann doch einiges an Zeit. Johannes Flöps, er ist gerade Richtung Anfahrt Mutkurve unterwegs mit Vorsprung aus dem zweiten Sektor. Fabio Petrüger momentan nur auf der 11. Position.
Aber auch dort sehen wir persönliche Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren. Hinter Betrüger, das ist Sven Euskirchen im Bentley, auch ein weiterer Gaststarter hier am heutigen Abend. Und Fabio Betrüger befindet sich bereits auf der Dettinger Höhe. Und nun natürlich der Vorteil für Sven Euskirchen, der den Windschatten hier ausnutzen kann. Auch er mit persönlichen Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren. Des Weiteren haben wir noch Malte Schneider, Benjamin Lecroth und Patrick Barth auf der Strecke unterwegs. Dort werde ich dann gleich mal hinschalten. Wir bleiben aber jetzt natürlich bei Fabio Betrüger, der hier einen leichten Drift durch die Hohenrhein-Schikane hinlegt, während mir schon wieder das Crash-Report-Bild hier etwas im Weg steht. Da das Spiel aber noch läuft, nutzen wir die Zeit und bleiben drauf. Sven Euskirchen verbessert sich auf die 18. Position. Patrick Barth momentan auf der Döttinger Höhe unterwegs, auch mit persönlichen Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren. Wir schauen mal schnell, wo Johannes Flips ist. Er ist gerade auf dem Weg Richtung Stefan Bellof. Er ist noch auf dem Weg Richtung Brünnchen, also noch ein bisschen weiter hinten dran. Benjamin de Groot, er ist Anfahrt Stefan Bellof, er ist jetzt unterwegs. Aber wir schalten natürlich jetzt erstmal zurück zu Patrick Barth, der hier durch die Hohenrhein-Schikane kommt. Schau mal kurz auf Michael Schmidt, dort aber zu viel Zeit Rückstand. Sind wir gespannt, Patrick Barth, 17. Position momentan. Er kommt jetzt über die Linie, verbessert sich auf die 16 und Michael Schmidt haut nochmal einen raus auf der 6. Position jetzt. Frank Schrey, er kommt gerade auf die Start- und Zielgerade. Dementsprechend nehmen wir auch seine Zeit noch mit, hoffen, dass das Spiel noch ein bisschen stabil bleibt. Er verbessert sich auf die 9. Position, Malte Schneider. Er ist noch ein bisschen weiter hinten unterwegs auf der Strecke. Benjamin Kroth jetzt auf der Dettinger Höhe. Ich schaue mal eben, wo Johannes Flips sich befindet. Er ist jetzt Anfahrt Galgenkopf unterwegs. Dementsprechend bleiben wir erstmal bei Benjamin Kroth, denn er kommt als erster über die Linie. Benjamin de Groot, AK Lichthuben Benny, kommt jetzt über die Linie, verbessert sich noch auf die 12. Position. Schauen wir, was Johannes Flips kann. Er jetzt Anfahrt Hohenrhein-Schikane, kommt also auch gleich wieder über Start und Ziel. Momentan ist es die 5. Position für den Österreicher, der ja einen Doppelsieg beim letzten Rennen auf dem A1-Ring bringen konnte. Flips kann seine Zeit nochmal verbessern, allerdings nicht mehr die Position. Malte Schneider ist noch unterwegs, er auf der Dettinger Höhe schon am Ende, Weg an Thonesbuche vorbei, den Tiergarten hinunter zur Hohenrhein-Schikane jetzt noch für Malte Schneider. Es ist momentan die 13. Position. Dort aber persönliche Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren. Vielleicht geht er noch ein bisschen was zu ihm nach vorne, aber dort hat er den Bremspunkt für die Hohenrhein-Schikane brutal verpasst und das wird dementsprechend auch keine Verbesserung mehr für ihn geben. Und auch alle anderen Fahrer, die unterwegs sind, sind hier ohne Zeit, außer Leventhal. Er ist noch unterwegs, allerdings im zweiten Sektor noch unterwegs. Gerade Ausfahrt Bergwerk für ihn. Und dann haben wir noch 40 Sekunden. Ich denke, in der Zeit kann Todd seine Zeit nicht mehr beenden. Und bei uns verabschiedet sich dann auch mal wieder das Spiel zum dritten Mal dann am heutigen Abend. Und wir versuchen jetzt natürlich so schnell als möglich auf den Server zurück zu joinen, um dass wir dann zum Rennstart wieder mit dem Live-Bild da sind und hoffen natürlich, dass diese Probleme dann über das Rennen hinweg nicht wieder auftreten. Da wir jetzt aber in 35 Minuten drei Abbrüche hatten, sehe ich da ein bisschen schwarz für das 75-Minuten-Rennen. Hoffe jedoch mal Bestes an dieser Stelle.
Ja, und das sind für mich die Gründe, das kann ich so am Rande auch schon mal preisgeben, dass dies mein letzter Stream auf Raceroom-Basis sein wird. Da ich einfach genau diese Probleme ziemlich, wie sagt man so schön, satt habe, werde ich dann Raceroom an den Nagel hängen, was das Kommentieren angeht. Dann hoffe ich, dass wir jetzt wieder rechtzeitig zurück sind und den Rennstart dann auch mit dem Live-Bit einfangen können. Und ich lese gerade im Chat, die Corvette 86 kommt nicht ins Spiel, wahrscheinlich genau mit dem Problem, mit dem auch ich zu kämpfen habe, nur dass ich momentan zumindest auch das Glück habe, ins Spiel reinzukommen. Marvin Böhm gibt heute den Zuschauer. Schönen guten Abend an dieser Stelle. Und genau, am Karussell ist immer gute Stimmung. Es kann losgehen. Ich hoffe, dass es auch dann gleich wieder mit dem Live-Bild losgeht. Warum der Stream nur über die Gaming-App geht, das kann ich so jetzt leider auch nicht direkt sagen. Normalerweise sollte er auch auf dem ganz normalen YouTube funktionieren. Wenn nicht, dann hat dort YouTube gegebenenfalls das ein oder andere umgestellt. Ist gut möglich. YouTube gibt ja auch nicht immer unbedingt alle Informationen so direkt preis. Da muss man meistens auch immer ein bisschen sich durchstöbern, um dort auf das ein oder andere Update zu stoßen. So, wir sind jetzt zurück auf dem Server. Mir werden 10 Minuten Trainingszeit angezeigt. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Server dann gleich wie vorhin schon im Qualifying umspringt. Zumindest werden mir mal die Fahrer angezeigt und da springt der Server auch rum. Das funktioniert dann zumindest schon mal ohne Probleme. Wir sind auf jeden Fall zur richtigen Zeit dann wieder da, wenn das Rennen gleich in den Start hineingeht. Wir sehen Jakob Siebert auf der Pole Position vor Steffen Breitfeld, Lukas Kolb dann auf der 4, vor Levent Todd. Auf der 5 ist es dann Michael Schmidt gewesen, vor Bernd Anthony auf der 6. Position. Ludwig Harald dann auf der 7, aber jetzt konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Start. Und da gehen die Lichter auf grün und Jakob Siebert erwischt einen guten Start, genauso wie Bernd Anthony im Hintergrund, der dort gleich mal zwei Positionen gut machen kann, wenn er das dann zu Ende bringt. Und das Feld geht hier weit aufgefächert in Richtung Turn 1 hinzu. Und da sehen wir im Hintergrund schon die ersten Schwierigkeiten bei Ludwig Harald, der das Fahrzeug beim Anbremsen auf Turn 1 verliert, dort weit durchgereicht wird. Auch Benjamin de Groot da im Lackaustausch mit Sandro Schlott und Ludwig Harald steht dort immer noch mit seinem Bentley. Das ist natürlich nicht der Auftakt, den man sich hier für das Saisonfinale wünscht. Lukas Kolb konnte die zweite Position von Steffen Breitfeld übernehmen. Bernd Anthony am Ende also mit einem Positionsgewinn auf die 5. Fabio Petrüger bereits schon auf die 6 nach vorne gekämpft, vor Frank Schrey auf der 7, Christopher Meyer dann auf der 8, vor Michael Schmidt auf der 9 und Pascal Berninger rundet dann zurzeit die Top 10 ab. Werden wir weiter vorne den Zweikampf sehen zwischen Breitfeld und Kolb. Breitfeld, der sich dort erstmal die zweite Position zurückholt. Michael Schmidt hat sich gerade auch an Christopher Meyer wieder vorbeigeschoben. Levent Todd zeigt sich hier mal im Spiegel des Bentley von Lukas Kolb. Und wir kommen gerade die Info, also auch Johannes Flaps hatte einen Game Crash gehabt, ist dementsprechend leider nicht mehr im Rennen für heute Abend dabei. Und das ist sehr, sehr schade für den Österreicher, der hier noch gute Chancen in der Meisterschaft gehabt hätte. Und ich sehe auch, das Fahrerfeld ist auf 22 Fahrzeuge reduziert. Wir waren ja mal 26 ganz zu Beginn, also wird es dort noch mehr als nur Johannes Flöps erwischt haben. Und Sandro Schlott ist den Schwierigkeiten eingangs der Nordschleife. Da gab es einen größeren Tumult.
unter anderem auch mit Sven Euskirchen, Thorsten Dress, Frank Hodes dort mit inbegriffen, Frank Waschgarte dort, viel Glück, ist noch leicht mit Sandro Stott kollidiert in seinem Kompetione 4-5. Weiter vorne geht es auch eng zu, da sehen wir Michael Schmidt hatte dort Schwierigkeiten durch den Hatzenbach, hat jetzt Benjamin de Groot im Nacken. Für die geht es jetzt über die Quittelbacher Höhe hinweg zum Flugplatz. Da sehen wir Benjamin de Groot auch leicht neben der Strecke unterwegs, war da ein bisschen zu schnell in der Quittelbacher Höhe. Hat aber genug Vorsprung auf den Mann hinter ihm und Bernd Antony befindet sich hier Anfahrt Schwedenkreuz im Zweikampf mit Fabio Petrüger. Jetzt heißt es den Bremspunkt treffen für Ahrenberg, dann gleich runter in die Fuchsröhre. Dort vielleicht den Schwung mitnehmen, aber ein Überholen ist dann fast nicht zu denken, denn am Adenauer Forst ist kein wirklich geeigneter Punkt des Überholens. Frank Hodes weiter hinten im Feld im Zweikampf mit Ralf Rühlander. Die drei Piloten dort jetzt, angeführt von Thoralf Bruder, Anfahrt hier zum Ahrenberg. Und dann gibt es die Kollision zwischen Rühlander und Bruder. Beide gehen dort weit. Das spielt in die Karten von Thorsten Dress und Sandro Schlott, die da wieder den ein oder anderen Meter gut machen und sich an dieses Zweierpulk heranfahren. Ralf Rühlander, der sich dort zeigt in der Fuchsröhre, Thorsten Dress nutzt das, geht vorbei, Sandro Schlott sucht da seinen Weg und das ist genau der Punkt, dort war Schlott und zu schnell unterwegs. Einfach zum Adenauer Forst, ist da in die Wand gekracht, er sorgt die eine oder andere Berührung mit Ralf Rühlander, schafft es gerade noch so, sich gegen Sven Euskirchen durchzusetzen. Und da sehen wir, dass das Feld dann schon relativ früh gut auseinandergezogen ist. Haben wir hinten diese kleine Kampfgruppe, dann weiter vorne haben wir auch noch eine kleine Kampfgruppe hier zwischen Petrüger, Antony und Schrey. Währenddessen Ralf Rühlander Probleme hatte mit einem Dreher, er dadurch also jetzt erstmal auf den letzten Platz zurückgefallen. Während es jetzt für Bernd Antony gerade durch Wehrseifen durchging. Respektive jetzt schon auf dem Weg durch die Exmühle hindurch zum Bergwerk. Hält der Frank Schrey momentan hinter sich. Wir sind gespannt, was der Ford Mustang hier auf der Geraden durch das Kesselchen zeigen kann. Ich lese gerade im Chat, dass es sogar ein PC-Crash war bei Flöps. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Nach seiner super Leistung auf dem A1-Ring mit doppelter Pole und doppelten Sieg am Rennabend dann so ein bitteres Saisonfinale für den Österreicher. Da fühlt man dann auch als Kommentator mit. Schau mal ein bisschen weiter nach hinten. Auch hier geht es eng zur Sache zwischen Christopher Meyer, Pascal Berninger und Michael Schmidt. Christopher Meyer und Pascal Berninger, die momentan auf 2 und 3 im zweiten Crit unterwegs sind. Bernd Antony führt das Crit 2 momentan an hier in der ersten Runde. Dementsprechend natürlich die besten Karten für Bernd Antony, der dort aber langsam aber sicher immer enger in den Zweikampf mit Frank Schrey kommt und dort ein bisschen abreißen lassen muss zu Fabio Petrüger. Ein Stück weiter vorne im Feld haben wir noch einen Zweikampf zwischen Steffen Breitfeld und Lukas Kolb. Jakob Siebert an der Spitze bereits über 2 Sekunden enteilt. Aber 2 Sekunden sind hier auf der Nordschleife absolut gar nichts. Währenddessen gab es im hinteren Feld das Überholmanöver. Michael Schmidt konnte sich vorbeizwängen an Pascal Berninger. Pascal Berninger hat jetzt den Markenkollegen Benjamin de Groot hinter sich. Ich bin mal gespannt, ob der gute Mann seines Spitznamens wieder gerecht wird hier am heutigen Abend. Vielleicht nicht ganz so leicht, die Taste für das Licht hier auf der Nordschleife zu finden.
geht es hier durch Pflanzgarten 1 über den ersten Sprunghügel, gleich im Pflanzgarten 2 hinunter. Und wir müssen ein bisschen weiter nach vorne gucken, denn Levent Todt hat die Lücke zu Lukas Kolb auch wieder zugefahren. Die beiden Gaststarter hier auf 3 und 4 liefern sich auch ein heißes und gutes Duell. Und da wird dann der gute Benjamin Groth seines Spitzendarms wieder gerecht. Also Lichthuben Benny findet auch hier wieder den Knopf seiner Frontscheinwerfer. Und versucht doch Pascal Berninger ein bisschen aus dem Tritt zu bringen. Das ist jetzt aber nicht die feine englische Art von De Groot. Gibt er Berninger einen Schubser eingangs des kleinen Karussells. Berninger macht das aber gut, hat eine sehr gute Fahrzeugkontrolle bewiesen und seinen BMW Alpina hier sehr gut abgefangen. Jetzt zum ersten Mal die Dettinger Höhe hinunter. Wir schauen nach vorne zu Michael Schmidt, der aus dem Windschatten von Christopher Meyer herauskommt und die Corvette hier ohne Probleme auf der Dettinger Höhe überholen kann. Der Nissan Nismo GT3 oder auch Godzilla genannt hat einfach mehr Power hier auf der langen Geraden. Genauso Benjamin Groth, für ihn wird das aber nicht allzu schwer, denn Pascal Berninger fällt dasselbe Fahrzeug, dort hilft dann nur der Windschatten, da geht es hier in die Antonesbuche hinein. Ganz leichte Berührung zwischen den beiden BMWs, während das im Vordergrund hin und her geht zwischen Kolb und Todt. Die beiden Anfahrt der ersten Kurve. Kolb lässt die Tür dort offen, zieht nicht hinein und dann wird es ganz eng mit Todt. Aber Kolb kann sich dort prima verteidigen, macht das gut. Lichthuben Benny wieder am Auspacken des Lichtes, aber da geht es für Benjamin De Groot gerade mal ins Nirgendwo hinein. Genauso auch Pascal Berninger und das sieht mir fast danach aus, als wir hätten wir ein Problem seitens des Servers, denn jeder Fahrer, den ich hier auswähle, wir sehen es an Patrick Barth, fällt da gerade dezent unter die Strecke und dort bin ich jetzt gespannt auf Informationen der Administration. Und frage da auch direkt mal nach. Also entweder ist es ein Server-Crash oder einfach ein Problem seitens meines Spiels. Und dann bekomme ich die Information, dass alle anderen noch fahren. Dementsprechend bringt also oder verabschiedet sich dementsprechend mal wieder mein Spiel. Flip, und da kommt dann auch am Ende die Fehlermeldung. Dementsprechend joinen wir dann nochmal von vorne. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber Race Room macht diesbezüglich leider einfach verdammt viel Probleme. Genau, über 500 km/h Topspeed. Ja, so eine Karre würde natürlich auf der Dettinger Höhe mehr als nur krass abgehen. So, dann scheinen wir mal wieder zurück. Hoffen, dass es dann länger geht als wie nur eine Runde. Ich meine, zum Glück geht eine Runde hier über 8 Minuten. Dementsprechend haben wir dann schon relativ gute On-Air-Time. Aber es ist natürlich nicht wirklich das, was wir hier am heutigen Abend sehen wollen. Natürlich hoffe ich da darauf, dass dieses Problem sich irgendwie von alleine dann demnächst mal verabschiedet. Dass wir dann die letzte Stunde des Rennens ohne jede mögliche Probleme zu Ende bringen können. Natürlich am meisten hinderlich sind die Rejoin-Zeiten auf den Server. Genau so ist es, nur fliegen ist schöner, die Flüge andersrum montieren, über 500 km/h fahren und ein auf Red Bull machen, denn das lässt einen fliegen, genau so sieht es mal aus. Wir hoffen, dass wir auch gleich wieder mit den Piloten mitfliegen können, wenn sie hier über die Nordschleife brettern.
auch wenn das Bild des Audi A8 nicht schlecht ist, bin ich doch froh, dass wir jetzt wieder Live-Bild haben. Warte noch kurz darauf, dass der Server dann gleich wieder umspringt. So, und dann sind wir auch wieder im Rennen zurück und dann haben wir auch wieder Live-Bild, dann funktioniert auch wieder alles so, wie es soll. Also, es hat sich zumindest in seiner Führung nichts geändert. Siebert führt noch vor Breitfeld, Todd dann auf der 3 hat den Weg, also an Lukas Kolb nun vorbeigefunden, Fabio Petrüger auf der 5, weiterhin vor Bernd Anthony auf der 6, Frank Schrey hält noch die 7. Position vor Michael Schmidt auf der 8, Benjamin de Groot mittlerweile auf der 9. Christopher Meyer rundet die Top 10 ab und hat Pascal Berninger direkt hinter sich im Nacken. Patrick Barth auf der 12, allerdings schon 18 Sekunden hinter Pascal Berninger zurück. Malte Schneider nach seinem Crash in Runde 1 eingangs zur Nordschleife auf der 13. Position knapp hinter Patrick Barth. Und so haben wir das ein oder andere Grüppchen beisammen. Können wir mal ganz nach hinten ans Feld schalten. Dort haben wir Thoralf Bruhr und Ralf Rühlander, die sich hier im Zweikampf befinden. Dort reden wir von den Positionen 21 und 22. BMW Z4 gegen Corvette C6. Und auch hier der Zweikampf zwischen Patrick Barth und Malte Schneider Camaro gegen Audi R8 LMS Ultra. Die beiden Fahrer befinden sich gerade auf dem Weg durch das Kässchen, kommen also gleich zur Mutkurve. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass wir Malte Schneider auf dem Grünstreifen der Strecke sehen. Er nutzt dort wirklich viel aus von der Strecke. Hat es ja vorhin mal auf der Breitscheidbrücke nicht ganz geschafft, der Mauer fern zu bleiben. Und Patrick Barth hat dort das Problem, Einfahrt der Klostertalkurve. Verliert somit die Position an Malte Schneider, kann Jörg Baumgart aber noch hinter sich halten. Und wir schalten zurück zum Dauerbrenner Bernd Anthony gegen Fabio Petrüger. Der Audi-Pilot also im Kampf mit dem Ruf. Dem ist ja auf dem A1 Ring ganz klar ist, da das ist ein Rufen, kein Porsche. Dem muss ich natürlich auch recht geben. Wir sehen Frank Schwem im Hintergrund in seinem Ford Mustang, kommt da leicht quergeschossen, kann seinen Ford aber ohne Probleme noch auf der Strecke halten. Während Petrüger und Anthony jetzt hier durch Pflanzgarten 1 über den ersten Sprunghügel fahren. Jetzt dann über den zweiten Sprunghügel Pflanzgarten 2 in Richtung Stefan Bellof S. Jagt Anthony dort dem Audi von Petrüger hinterher. Weiterhin im Feld ist es ein bisschen enger zwischen Christopher Meyer und Pascal Berninger. Auch die beiden gerade Anfahrt Richtung Stefan Bellof S. Wir hören es im Vordergrund, Christopher Meyer, der lupft da mal eben durch das Stefan Bellof S durch, während Pascal Berninger dort das Pedal direkt auf dem Boden lässt. Aber jetzt hier durch den Schwalbenschwanz hindurch ist es natürlich nicht einfach zu überholen. Jetzt gilt es für Berninger, hier einen guten Ausgang aus dem kleinen Karussell zu kommen, lässt sich da schön rausspringen. Jetzt muss er die Meter gut machen am Galgenkopf. Dicht dranbleiben an Christopher Meyer, dann gäbe es die Möglichkeit auf der Dettinger Höhe und diese Möglichkeit nutzt jetzt Frank Schrey in seinem Ford Mustang aus gegen den Ruf von Bernd Anthony und Schrey scheint es hier auch zu schaffen, sich an Anthony vorbei zu kämpfen. Bernd Anthony geht jetzt natürlich zurück in den Windschatten von Schrey und wird es versuchen, die Antonesbuche geht es durch jetzt den Tiergarten hinunter zur Hohenrhein-Schikane. Dann ist Anthony aber zu weit weg und Pascal Berninger gelingt es auch ohne Probleme auf der Dettinger Höhe sich an Christopher Meyer vorbeizuschieben. Mal sehen, was Christopher Meyer hier liefern kann.
Während Shway die Position an Anthony verloren hat, Shway also mit Probleme ausgangs der Hohenrhein-Schikane verliert die Position wieder an Bernd Anthony. Und ich befürchte Schlimmes. Bleiben wir bei Malte Schneider, der da gerade noch auf der Strecke war und auch schon wieder flöten geht. Also es scheint wirklich so, als wäre jede Runde dieses kleine Problem, was wir haben. Dementsprechend beschleunigen die Fahrzeuge wieder auf ihre 500 km/h plus. Und wenn wir da drauf bleiben, geht es wahrscheinlich noch weiter nach oben. Aber mir bleibt leider nichts anderes übrig, als mal wieder vom Server runterzugehen und zu rejoinen. Das bitte ich wirklich zu entschuldigen und es nicht im Sinne des Erfinders. Dann schauen wir mal, diesmal ist zumindest das Spiel nicht komplett abgestürzt. Und dann genießen wir ein bisschen Musik während des Zurückjoinens. So, und dann sind wir zumindest zurück auf dem Server. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Server uns dann wieder umschaltet in das Rennen. Bevor wir dann wieder einen Blick auf das werfen können, was ja das Wichtige für uns ist. Nämlich die Reihenfolge im Rennen des heutigen Abends. Und da sind wir wieder, haben wieder Live-Bild. Und Jakob Siebert führt also immer noch ohne Probleme Race Last Lap. Das stimmt natürlich nicht. Ja, das wird auch nicht mehr funktionieren am heutigen Abend, gehe ich mal von aus. Dementsprechend schalten wir das Ganze gerade mal ab. Wir sortieren mal durch. Also Siebert führt weiterhin vor Breitfeld, Todd auf der 3, Lukas Kolb auf der 4 und Sven Euskirchen ist dort im Problem. Sven Euskirchen nicht nur im Problem, sondern Sven Euskirchen ist aus dem Rennen raus. Machen wir weiter, Lukas Kolb auf der 4, Fabio Petrüger noch auf der 5 mit einem größeren Vorsprung jetzt auf Bernd Anthony. Frank Schwey auch schon über 3 Sekunden hinter Anthony jetzt abgeschlagen, Michael Schmidt auf der 8. 7 Sekunden hinter Schmidt ist es dann Benjamin de Groot auf der 9 mit knapp 3 Sekunden Vorsprung auf Pascal Berninger, der die Top 10 abrundet. Christopher Meyer hat bereits auch schon 2 Sekunden auf Berninger einbüßen müssen auf der 11. 23 Sekunden hinter Meyer ist es dann Patrick Barnd in seinem Camaro. Gute 6 Sekunden dahinter haben wir dann den nächsten Ruf von Jörg Baumgart. Dort ist mal eben Thoralf Ruder durch das Ranking gesprungen. Frank Waschke in seinem Kompensatione 4-5 bleibt da mal noch ein bisschen Schlagdistanz zu Jörg Baumgart. Malte Schneider dann dahinter auf der 15. Er ja mit dem Crash in Runde 1 eingangs der Nordschleife. Frank Rodes dann 12 Sekunden dahinter im nächsten Ruf auf der 16. Position. Dann ist es Peter Spielmann auf der 17 vor Sandro Schlott auf der 18. Position. 15 Sekunden dahinter ist es Thorsten Dress im letzten Ruf im Feld vor Thoralf Bruder auf der gesamt 20. Position.
der Abstand zwischen Dress und Bruder leider nicht in der Anzeige. Und Ralf Rühlander dann nochmal 15 Sekunden dahinter auf der 21. und nach dem Ausfall von Sven Euskirchen auch der letzten Position des Rennens. Zurzeit haben wir keine engen Zweikämpfe auf der Strecke. Das Feld hat sich also dann hier doch schon ein bisschen auseinandergezogen. Und der Session Countdown bleibt bei Last Lap. Wir schauen mal ein bisschen weiter durchs Feld. Und dieser rote Error-Bildschirm ist dann erst recht nicht das, was ich sehen möchte. Aber so wie er gekommen ist, so verschwindet er auch wieder. Also es überschlagen sich ein bisschen die Kuriositäten hier am heutigen Abend. Im Chat wird mir gerade freundlich abweise geschrieben, es sind noch 54 Minuten Restzeit. Danke für die Info. Dort brauche ich vielleicht das ein oder andere Mal ein Update drüber. Denn, wie Sie sehen können, mein Session Countdown sagt letzte Runde. Aber wir wissen alle, man braucht nicht über 50 Minuten für eine Runde, während Benjamin de Groot hier mal den äußeren Ring des Karussells nutzt. Und wir haben einen sich nähernden Zweikampf zwischen Frank Wasko und Malte Schneider. Und ja, Malte Schneider scheint es heute nicht mehr unbedingt zu lernen, in der Mutkurve ein bisschen mehr Geschwindigkeit rauszunehmen. Das Fahrzeug hat jetzt auf der rechten Seite dann doch schon ein paar Einschläge gehabt. Einmal Breitscheidbrücke und zweimal in der Mutkurve, während Frank Waschke seinen Kompetitione 4-5 dort auch mal in die Leitplanke packt. Und versucht er sich jetzt einmal um die Strecke zu drehen, schlägt er nochmal mit dem Hecker ein wenig ein. Der Vorsprung auf Frank Hode ist noch 2 Sekunden, der müsste da jetzt gleich auftauchen, genauso ist es. Frank Hode hat also damit richtig gut Zeit gewonnen in Richtung Frank Waschke. Und Frank Waschke, ja, der tut sich da auch durch das Karussell sehr schwer. Lässt Frank Hode jetzt vorbei und er scheint nicht mehr alles so rumzulaufen im Fahrzeug von Frank Waschke. Wir gehen aber wieder zurück zum nächsten Zweikampf, nämlich Jörg Baumgarten gegen Malte Schneider. Malte Schneider also in viele Zweikämpfe verwickelt hier am heutigen Abend. Wir sind gespannt, ob Schneider seinen R8 jetzt mal ein bisschen auf der Strecke halten kann. Denn ich glaube, der Audi würde es auch sehr begrüßen, wenn die Leitplanke hier nicht unbedingt zum gängigen Leitmittel auf der Nordschleife wird. Error für alle bei Raceroom, genauso schaut es aus. Also wenn ich Ihnen eins hundertprozentig versprechen kann, dann sind es Error-Meldungen am heutigen Abend. Während Jörg Baumgart dort den Fahrfehler macht, dreht sich und Malte Schneider kriegt die nächste Position geschenkt. Wir bleiben mal eben bei Jörg Baumgart, der kann sich aber ohne Probleme vor Frank Rodes halten. Und dann schalten wir jetzt zurück zu einem sich nähernden Zweikampf an der Spitze. Steffen Breitfeld gegen Levent Todd. Und wir schalten jetzt aber mal ganz schnell um, denn genau an dieser Stelle kam dann immer das Problem, dass die Fahrzeuge dann durch die Strecke gefallen sind. Das versuchen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen zu vermeiden, indem wir dort diesen Teil der Strecke mal ausblenden und nicht übertragen. Währenddessen springt auch das Live-Timing ein bisschen durch, dadurch nicht verwirren lassen. Fabio Petrüger hat also noch eine Durchfahrtsstrafe. Und ich glaube, jetzt sind dann die Abstände langsam aber sicher auch komplett im Argen. Also 2 Runden Rückstand, das ist auch nicht unbedingt das, was hier so stimmt. Und wir sehen, es fliegt alles kreuz und quer durcheinander. Auch die Fahrerinfo schaltet sich dann zwischendurch mal wieder von Geisterhand ab. Session Countdown sagt weiterhin letzte Runde. Darauf können wir dann auch erstmal gepflegt verzichten. Wir gucken mal auf den Damage Check. Also alles noch in Ordnung bei Malte Schneider, trotz der ein oder anderen Berührung mit der Leitplanke. Und wir gucken jetzt zu Levent Todd, der weiterhin im Zweikampf sich befindet mit Steffen Breitfeld. Aber noch ein etwas engerer Zweikampf tobt hier zwischen den beiden Alpina-Piloten Benjamin de Groot und Pascal Berninger. Ja, 50 Minuten für eine Runde, da könnte man dann wirklich von 200 Kilometer Länge ausgehen. Das wäre dann so gut das Zehnfache
Anlänge, was die Nordschleife für uns zu bieten hat. Das Lifetiming fängt sich wohl auch nicht mehr unbedingt zu 100%, aber solange es nur das Lifetiming ist, was dort das ein oder andere kleine Problemchen hat, ist ja noch alles in Ordnung. Hauptsache, wir haben das Live-Bild und können das Rennen weiterhin verfolgen. Benjamin de Groot und Pascal Berninger durchfahren jetzt gerade den Hatzenbach. Und Pascal Berninger sollte dann gucken, dass er jetzt wieder ein bisschen näher rankommt. Wenn es dann gleich Richtung Hocheichen und Küttelbacher Höhe geht. Denn nach der Küttelbacher Höhe geht es raus auf dem Flugplatz. Eine schöne lange Gerade, wo man sich ordentlich im Windschatten ransaugen kann. Aber es sieht fast danach aus, als wie wäre Berninger dort ein Stück weit zu weit weg von Benjamin de Groot. De Groot da ohne Probleme durch die Küttelbacher Höhe gekommen. Kann also den Vorsprung auf Berninger dann hier erstmal ein bisschen ausbauen und sich in Sicherheit wiegen, während er jetzt durch das Schwedenkreuz fährt. Lässt er sein Alpina ganz schön springen, trifft aber den Bremspunkt hier zum Arenberg ohne Probleme und befördert seinen Alpina dann jetzt einmal mehr hindurch durch die Fuchsröhre. Ich danke Marvin Böhm für die Information. Wir haben also noch 47 Minuten auf der Uhr. Das entspricht guten 6 Rennrunden, die wir hier noch zu sehen bekommen. Und es sieht danach aus, als hätten wir mit Thoralf Bruder den ersten Mann für einen Boxenstopp. Frank Waschke scheint sich in seinem Competizione 4-5 wieder gefangen zu haben. Er nur noch 6 Zehntel hinter Frank Hodes. Aber kaum sage ich es, da sieht es schon nicht mehr ganz so rund aus bei der Durchfahrt des Schwedenkreuzes für Frank Waschke. Kann sein Fahrzeug aber auf der Strecke halten und trifft den Arenberg ohne Probleme. Ansonsten das Feld, ja, die Abstände doch schon sehr gut auseinander. Kleinster Abstand momentan hier zwischen den beiden Alpina-Piloten mit 6 Zehntel. Während sich auch an der Spitze, ja, kurzfristig mal ein engerer Zweikampf abgezeichnet hatte. Dort die Abstände zwischen Siebert und Breitfeld 1 Sekunde. Der Abstand wird immer kleiner, weshalb wir dort jetzt mal hinschalten müssen. Und Siebert hat Probleme. Jakob Siebert in Trouble. Trana für den Audi-Piloten vor dem Karussell. Da war dort mal neben der Strecke Ausgangs der Klosterteilkurve. Musste dann Steffen Breitfeld ziehen lassen. Kann seine Position aber erstmal gegen den Ventott verteidigen und bleibt damit auf der gesamt zweiten Position. Pascal Berninger ist jetzt direkt dran an Benjamin de Groot. Aber es ist natürlich schwer, auf diesem Teil der Strecke einen Weg vorbeizufinden am Vordermann. Es geht jetzt in die Klostertalkurve hinein, dort wo Jakob Siebert seinen Ausritt gerade hatte und die Führung verloren hat gegen Steffen Breitfeld. Pascal Berninger muss hier wieder abreißen lassen, aber Benjamin de Groot, er war da sehr, sehr spät auf der Bremse, kriegt das Karussell aber noch am unteren Rand und Levent Todd, der erhöht jetzt den Druck auf Jakob Siebert. Sind jetzt Ausfahrt Brünnchen.
Kommen jetzt gleich wieder über den ersten Sprunghügel. Und da hebt die Corvette von Leventhal brutalst ab, im Gegensatz zum Audi von Jakob Siebert. Schauen wir mal, wie es im Pflanzgarten 2 aussieht. Ja, da geht es noch ganz gut, aber wir sehen schon, Leventhal muss da die Corvette bei Malten mehr festhalten als Jakob Siebert seinen Audi im Vordergrund. Alle Piloten kommen hier ohne Probleme durch das Stefan Bellof S hindurch. Sind jetzt schon in einem kleinen Karussell und da kriegt Leventhal die Linie nicht ganz perfekt. Das kostet ihn ein paar Zehntel. Und wir schauen mal, was Jakob Siebert auf der Dettinger Höhe ausrichten kann. Da ist es guten Ausgang aus dem Geilenkopf zu erwischen, den hat er. Und jetzt diese schöne lange Gerade hinunter dem Windschatten irgendwie versuchen noch nutzen zu können von Breitfeld dort vorne. Wir sehen Leventhal, der nutzt hier den Windschatten mehr als gut. Ja, genau, da wollen wir mal hin, dann sehen wir das Ganze ein bisschen deutlicher. Aber er ist auch zu weit weg von Jakob Siebert, als dass er dort einen Vorteil für sich herausziehen könnte. So, und jetzt müssen wir wieder wegschalten. Nicht, dass wir gleich wieder die Fahrzeuge fliegen sehen. Nutzen den Moment. Schalten zu Frank Waschke. Ah, oder wir schalten mal eher zu Pascal Berninger. Der versetzt fährt zu Benjamin de Groot und wo er hier auch schon die Lücke finden kann. Ja, danke fürs Umspringen. So, wieder zurück zum Alpina Battle hier auf der Dettinger Höhe. Und Pascal Berninger kann es dann nutzen, sich auf der Dettinger Höhe an Benjamin de Groot vorbeizuschieben. De Groot schert aber direkt hinter Berninger ein, versucht dort den Windschatten mitzunehmen. Anfahrt jetzt auf die hohen Rhein-Schikane und es sieht danach aus, als könnte sich Berninger vor de Groot halten. Genau so ist es und wir schalten jetzt schnell weg, um einen Crash zu vermeiden. Nehmen das Duell Patrick Barth gegen Malte Schneider, dementsprechend hier auf der Dettinger Höhe natürlich dankend entgegen. Ja, und Patrick Barth, ja gut, der fährt da mal ein bisschen Schlangenlinie. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt das, was man machen sollte als fairer Rennfahrer. Malte Schneider lässt sich davon aber nicht beeindrucken, fährt seine Linie ganz entspannt hier herunter. Während die beiden jetzt auch schon in die hohen Rhein-Schikane einbiegen, schauen wir dann wieder nach vorne zu Leventhal gegen Jakob Siebert. Die beiden Piloten bereits auf der Grand Prix-Strecke bzw. schon am Ende der Grand Prix-Strecke unterwegs. Durch die NGK-Schikane geht es jetzt dann gleich wieder hinaus auf die Nordschleife. Währenddessen unser Live-Timing weiter glücklich hin und her springt. Währenddessen lese ich gerade im Chat, dass Bernd Anthony vom Server geflogen ist und das ist sehr, sehr schade. Bernd Anthony war super stark unterwegs hier auf der Nordschleife, hatte sehr, sehr gute Chancen im Grid 2 noch Richtung Meistertitel blicken zu können. Dementsprechend hat Pascal Berninger natürlich auch einen Kontrahenten weniger, gegen den er sich hier durchsetzen muss. Und da kommt die nächste Info. Berninger hat eine Durchfallstrafe wegen Speedings in der Box. Das heißt, Pascal Berninger wird seine Position damit dann verlieren. Und das spielt dann am Ende in die Karten von Christopher Meyer. Weil ich jetzt gerade mal gucke, Christopher Meyer fehlt mir hier mittlerweile. Oh nein, da ist er. Christopher Meyer auf der 17 ist noch unterwegs, während Leventhal es da ziemlich fliegen lässt durch das Schwedenkreuz. Thank you.
Da kommen beide Piloten gut und unbeschadet heraus aus dem Adenauer Forst. Jetzt hinunter zum Metzgersfeld. Aber Leventhal scheint da momentan nicht in der Lage zu sein, Siebert mehr unter Druck zu setzen. Geht es jetzt hier noch durch den Kallenhardt. Ja, schauen wir, wer besser durch die dreifach rechts durchkommt. Da kommen aber beide relativ gleich gut durch. Anfahrt Wehrseifen jetzt hinein, haben wir gehört. Breitfeld im Vordergrund mit stehendem Rad, sich in Wehrseifen reingebremst. Und dort versucht dort den Abstand zu Siebert so gering wie möglich zu halten. Jetzt einmal über die Breitscheidbrücke hoch zur Exmühle. Siebert kann den Vorsprung auf Todd konstant halten, jetzt durch das Bergwerk hindurch. Ja, und da kommt Todd ein bisschen mehr ins Rutschen als Siebert, aber Siebert erwischt nicht den perfekten Ausgang aus dem Bergwerk heraus. Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier durch das Kesselchen hindurchzieht. Die beiden nähern sich jetzt der Mutkurve und Leventhal, ja, der hat da Mut, der zeigt sich da schon mal im Spiegel von Siebert. Siebert lässt sich da aber nicht aus der Ruhe bringen, macht das gut, durch die Mutkurve hindurch, jetzt ins Klostertal hinein. Auch diesmal keine Probleme für Jakob Siebert durch die Klosterkurve hindurch. Jetzt in das Karussell hineinfallen lassen. Im Hintergrund sehen wir noch Lukas Kolb. Und Siebert erwischt da die bessere Durchfahrt durchs Karussell. Kann sich damit wieder ein paar Meter von Leventhal absetzen. Und das gibt uns dann die Möglichkeit, weiter nach hinten ins Feld zu schauen und den Zweikampf von Patrick Barth und Malte Schneider zu genießen. Die beiden begeben sich jetzt gerade über die Breitscheidbrücke und da haben sie den Einschlag gehört. Patrick Barth also in die Mauer eingeschlagen auf der Breitscheidbrücke. Durchgang Exmühle, verliert er nochmal seinen Camaro, muss Malte Schneider damit ziehen lassen. Schneider also jetzt auf der 9. Position und da packt Patrick Barth die Lichthupe aus. Konnte jetzt aber kein wirklich unfaires Verhalten seitens Malte Schneider feststellen. Ja, und Patrick Barth, der blinkt da permanent und fordert damit also ein wenig die Position von Malte Schneider wieder zurück. Der ist sich aber keiner Schuld bewusst und ich unterstütze dort Malte Schneider auch, dass er dort weiter vorne wegfährt. Denn der Einschlag auf der Breitscheidbrücke, das war die Schuld von Patrick Barth. Und durch die Exmühle hindurch, das war nicht ganz so klar zu sehen, aber es sah mehr danach aus, als wie hätte Patrick Barth sein Camaro dort auf dem Curb kurz verloren, kam dadurch ins Schlingern und hat somit dann die Position an Malte Schneider verloren. Aber der Österreicher scheint dort noch ziemlich aufgebracht zu sein, hat lange die Lichthupe betätigt. Aber wir sehen, Malte Schneider kann sich da im Vordergrund ohne Probleme lösen und wegfahren. Im Hintergrund knappe 5 Sekunden hinter Patrick Barth. Da haben wir den Führenden in der Meisterschaft, wenn es um Grid 2 geht, Pascal Berninger. Er auch Führender im Feld des zweiten Grids. Christopher Meyer auf der 2. Position, auf der gesamt 16. Position unterwegs. Mit also 53 Sekunden trennt Pascal Berninger und Christopher Meyer. Und das ist dann auch schon eine Welt, auch auf der berühmt-berüchtigten Nordschleife sind 53 Sekunden ein echtes Brett. Und so dürfte dem Sieg im zweiten Grid von Pascal Berninger hier nicht viel im Weg stehen, sofern er denn jetzt sein Rennen ohne weitere Zwischenfälle zu Ende bringen kann.
Und auch Thorsten Dress hat eine Durchfahrtsstrafe bezüglich Speedings in der Boxengasse. Und das sieht fast danach aus, als wir hätten einige Fahrer Probleme hier mit der richtigen Geschwindigkeit in die Box hereinzufahren. Wir wissen ja, die Boxeneinfahrt ist direkt dort, wo es ja auch aus Start und Ziege immer beschleunigt, da natürlich hoch. Dementsprechend das nicht unbedingt so einfach zu handeln, während Berlinger die 5-Sekunden-Lücke zu Patrick Barth hier innerhalb weniger Meter oder ja, sagen wir eher Kilometer sind es ja dann eigentlich schon auf der Nordschleife, hat schließen können. Währenddessen haben wir Breitfeld, Kolb, Siebert und Todd in der Box. Also die ersten vier Fahrer sind in einer Reihenfolge an die Box gekommen. Steffen Breitfeld ist wieder raus aus der Box, sofern meine Anzeige hier stimmt. Ich möchte mich da auch nicht unbedingt allzu sehr drauf verlassen. Jakob Siebert auch wieder aus der Box heraus. Lukas Kolb und Nevin Todd auch wieder unterwegs. Das als Randinformation für Sie. Während Pascal Berninger jetzt hier auf der Dettinger Höhe versucht, ja, den Windschatten von Patrick Barth zu nutzen. Patrick Barth macht dasselbe wieder. Schlangenlinienfahren auf der Dettinger Höhe. Unsportliches Verhalten von Patrick Barth hier. Zumindest aus meiner Sicht heraus setze ich das mal so hin. Das ist nicht wirklich so, was man sehen möchte. Spurwechsel hin und her, aber dann Schlangenlinie zu fahren, um den Hintermann keinen Windschatz zu bieten, ja, kann man machen, aber muss im Endeffekt dann die Rennleitung entscheiden. Und wir müssen jetzt ganz schnell umschalten. Nicht, dass wir hier wieder Fahrzeuge mit 600 km/h durch die Atmosphäre des Nürburgrings fliegen sehen. Also, die Top-Piloten waren an der Box. Breitfeld führt also jetzt 5 Sekunden vor Siebert. Bleibt mal stehen hier. Lukas Kolb auf der dritten Position mit 6 Sekunden Vorsprung auf Levin Todd. Levin Todd also ein bisschen der Verlierer der Boxenstops. Wenn uns Todd war auf der 3, nur eine Sekunde hinter Siebert. Jetzt sind es gute 13 Sekunden, die ihn auf den Audi-Piloten fehlen. Danke für die Info. Es sind noch 31 Minuten Restzeit. Dementsprechend dürften das circa 4 Runden sein, die die Piloten hier nochmal über die Nürburgring-Nordschleife absolvieren müssen. Nach dem Boxenstopp sind die Abstände dann schon sehr, sehr groß geworden. Ja, auch hier kommen die Fahrer zur Box schnell weg. Nicht, dass wir wieder in unser altbekanntes Problem kommen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, auch Malte Schneider an der Box. Gut. Haben wir so zur Kenntnis genommen, während ja, Jakob Siebert nicht der Führende ist. Schauen wir eben auf den Session Countdown. Nein, auch der beruhigt sich nicht. Ja, und jetzt hat Steffen Breitfeld also eine Führung von 6 Sekunden zu Jakob Siebert. Aber ein kleiner Fehler hier auf der Schleife, dann ist die Führung hier auch mal ganz schnell wieder weg. Also Breitfeld kann sich hier noch lange nicht in Sicherheit wiegen. So viel steht zumindest schon mal fest. Man, das ist mir ein bisschen zu heikel, wenn die Fahrzeuge da noch in der Box sind, weil das immer die Stelle ist, wo wir ja den Atmosphärenflug genießen dürfen. Auch wenn man es nicht alle Tage sieht, dass ein Fahrzeug mal die 600 km/h überschreitet, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal unbedingt mitnehmen. Thank you.
Und Steffen Breitfeld macht das soweit wirklich sehr gut, befördert seinen Porsche hier gepflegt durch die grüne Hölle hindurch, einmal durch die Mutkurve und baut den Vorsprung auf Jakob Siebert dann erstmal auf knappe 8 Sekunden aus. Jakob Siebert wiederum hat auch einen Vorsprung von 7,5 Sekunden auf Lukas Kolb. Lukas Kolb wiederum hat einen Vorsprung von 9 Sekunden auf Levent Todd. Dann sind es ganze 27 Sekunden, die zwischen Levent Todd und Frank Schrey liegen. Frank Schrey hat einen Vorsprung von 18 Sekunden auf Michael Schmidt. Fabio Petrüger ist dann 17 Sekunden hinter Michael Schmidt zurück. Benjamin Negroth 4 Sekunden hinter Fabio Petrüger. Pascal Berninger fehlen 26 Sekunden auf seinen Markenkollegen Negroth. Und Christopher Meyer hat also noch 31 Sekunden Rückstand auf Pascal Berninger. Während sich jetzt Malte Schneider auf 10 reingeschoben hat, 16 Sekunden hinter Berninger. Er springt dort aber ein bisschen rum, dementsprechend ist dem auch nicht unbedingt allzu sehr zu trauen, was mir da angezeigt wird. Fakt ist auf jeden Fall, die Abstände zwischen den Piloten belaufen sich alle so auf gute 3 bis 10 Sekunden. Ein engerer Abstand macht sich jetzt hier auf im hinteren Teil des Feldes zwischen Frank Hodes und Sandro Schlott. Dort sprechen wir von den Positionen 16 und 17. Frank Hodes in seinem Ruf, Sandro Schlott in seinem Audi A8 LMS Ultra. Und Schlott, der zeigt sich da schon mal im Spiegel von Hodes. Hier, da versucht er es, packt die Brechstange aus und trifft Hodes am Heck. Und normalerweise sollte Schlott da jetzt auf Hodes warten, um ein Gentleman's Agreement durchzuführen. Sandro Schlott hält das aber nicht für nötig, fährt da weiter seine Linie. Also eines der wenigen Überholmanöver noch hier zu diesem Zeitpunkt auf der Strecke und das dann wirklich relativ, oder nicht nur relativ, das dann sogar wirklich sehr unfair geführt von Sandro Schlott gegen Frank Hodes. Das war die absolute Brechstange, die Schlott dort ausgepackt hat. Trifft Hodes am Heck, sieht eine Lücke, wo keine ist. Und Hodes muss sich dann so gesehen wirklich geschlagen geben. Und wir kriegen den nächsten Zweikampf geliefert, denn Benjamin Negroth hat es geschafft, die Lücke von knapp 5 Sekunden zu Fabio Petrüger zu schließen. Und somit bahnt sich jetzt also ein Zweikampf rund um die Positionen 7 und 8 an. Die Piloten befinden sich jetzt Richtung Anfahrt Schwalbenschwanz. Da sind wir gespannt, ob Benjamin Negroth dann gleich den Windschatten von Petrüger nutzen kann, um sich auf der Dettinger Höhe am Audi vorbeischieben zu können. Und da kommt die Information im Chat, dass auch Thorsten Dress eine Durchfallstrafe bekommen hat. Und da stimme ich mit unserem Zuschauer Bierloch 1 komplett überein, dass sich die Rennleitung dieser Aktion von Schlotter nochmal genauer ansehen muss. Wir schauen jetzt aber direkt auf den Zweikampf Negroth gegen Petrüger und Negroth zieht jetzt hinaus, versucht es hier unter der Antonisbuche hindurch den Tiergarten runter, kann er seinen Alpina also am Audi vom Petrüger vorbeischieben. Wir schalten jetzt direkt weg von diesem Zweikampf Richtung Pascal Berninger, der dort seinen einzelnen Weg auf der Dettinger Höhe findet und wir werden gleich wieder zum Zweikampf Negroth Petrüger zurückschalten. Nur natürlich aus Sicherheitsgründen, dass uns die Fahrzeuge nicht hier wieder in der Atmosphäre eintauchen, nehmen wir diesen Teil der Strecke, wenn es von der Schleife auf den Grand Prix Kurs rausgeht, hinaus und sind jetzt aber zurück beim Zweikampf Negroth gegen Petrüger. Position 7 gegen Position 8 BMW Alpina gegen Audi R8 LMS Ultra.
Fabio Petrüger hat jetzt natürlich auf dem Grand Prix-Kurs die besten Möglichkeiten, sich an De Groot vorbeizuschieben. Denn der Grand Prix-Kurs bietet natürlich die besten Überholmöglichkeiten. Man kann auch auf der Schleife überholen. Das Ganze geht auch ein bisschen besser, als wir es von Schlott wenige Minuten zuvor gesehen haben. Das ist ein echter Motorsportler, da gebe ich Marvin Böhm recht. Also das ist natürlich nichts, was man da wirklich erwartet. Also ein echter Motorsportler ist so, wie Biloch 1 ausschreibt. Der hätte an der Stelle gewartet und sich dort nicht reingezwängt. Ja, in die Atmosphäre eintauchen, sah jedes Mal aus wie Reise zum Mittelpunkt der Welt. Ja, dem kann ich so auch zustimmen. Die Bilder, die wir da zu sehen bekommen haben, haben schon schwer daran erinnert. Außer, dass die Temperatur vielleicht ein bisschen angenehmer war, während Petrüger sich hier gerade noch so hinter De Groot zurückbremsen kann. Die beiden fahren jetzt in den Hatzenbach hinein. Und dann sind wir gespannt, wie der Audi von Petrüger hier durchkommt und vielleicht die Chance, dann am Arenberg sich an De Groot vorbeizuschieben. Petrüger wird es vielleicht auch schon hier im Hatzenbach versuchen. Ja, bremst aber ein bisschen früher, geht da kein Risiko ein. Er weiß auch, es gibt hier doppelte Punkte und lieber einen achten Platz mitnehmen, als vielleicht noch das Fahrzeug wegzuwerfen, während De Groot dort vorne leicht gedriftet ist, Ausgang des Hatzenbachs. Geht es für die Piloten jetzt dann direkt weiter durch Hocheichen bzw. Hocheichen hinauf zur Quittelbacher Höhe. Petrüger kann da indirekter Schlagdistanz von De Groot bleiben. Jetzt den Flugplatz herunter. Ah, und da ist Petrüger ein bisschen zu weit hinten über den Körb gefahren. Kann seinen Audi aber perfekt abfangen. Und das gibt De Groot die Luft zum Atmen, die er hier braucht. Richtung Schwedenkreuz, bevor es dann zum Anbremspunkt Arenberg kommt. Das wäre jetzt eigentlich eine der besten Möglichkeiten für Fabio Petrüger gewesen, um einen Überholversuch hier auf der Nordschleife zu starten. Jetzt zählt es aber für Petrüger, die Lücke zu De Groot wieder zuzufahren. Aber wir haben ja vorhin gesehen, dass De Groot im letzten Sektor auf Petrüger 5 Sekunden hat gut machen können. Dementsprechend rechne ich nicht unbedingt damit, dass der Audi-Pilot hier die Lücke von jetzt knapp 3 Sekunden zu De Groot so schnell wieder schließen kann. Dann überschlägt sich der Chat ein bisschen, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist immer so. Die, die sich als erstes beschweren, packen selbst irgendwann das mal aus. Ich glaube, das haben wir alle schon oft genug leider am Rande mitbekommen. Entweder als Zuschauer oder auch aktiv auf der virtuellen Strecke. Und Fabio Petrüger scheint hier wirklich ein bisschen Schwierigkeiten zu haben mit seinem Audi A8 LMS Ultra. Kommt da nicht so sauber hindurch wie Benjamin De Groot vor ihm, und auch durch die Dreifachrechts muss Petrüger hier ein bisschen den Grünstreifen mitnehmen. Hat Glück, dass er das Fahrzeug nicht verliert. Kommt gut durch Wehrseifen hindurch. Jetzt die Anfahrt zur Breitscheidbrücke hinunter. Dort haben wir Malte Schneider heute schon mal in seinem R8 LMS Ultra an der Wand gesehen. Und auch für Petrüger, da geht es weit raus. Er kann aber sein Fahrzeug gerade noch so davor retten, einen härteren Wandkontakt auf der Breitscheidbrücke mitzunehmen. Das spielt aber natürlich alles in die Karten von Benjamin De Groot, der sich dadurch immer weiter vom Petrüger lösen kann. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, aber diese kleinen Schritte sind genau das, was De Groot am Ende benötigt. Kommt die Information. Danke, Gianni, dafür. 18 Minuten Restzeit, also Boxenfenster ist geschlossen. Dementsprechend haben auch alle Fahrer dann ihren Pflichtboxenstopp absolviert. So zumindest meine Hoffnung, da ich ja mich leider nicht ganz auf mein Lifetiming verlassen kann.
Ernest sorgt immer für Diskussionen. So eine Überholmanöver, wie es Sandro Stott dort gemacht hat. Und ich finde auch den Vergleich zur Formel 1 nicht passend, da GT und Formelfahrzeuge sich doch ein bisschen zu weit unterscheiden. Und im Formelsport kann man sich nicht anlehnen. Ich begrüße auch das Anlehnen im GT3-Sport. Das gehört zum gepflegten Tourenwagensport hinzu. Aber das Auffahren auf die hintere rechte oder linke Ecke eines Fahrzeugs, dadurch den Fahrer vor sich herumdrehen und so eine Position zu gewinnen, das ist dann auch nicht mehr im Rahmen eines Anlehnens. Aber wie schon geschrieben wurde, das überlassen wir der Rennleitung und sind gespannt, was dort dann am Ende für ein Resultat gefällt wird. Das wird dann zu finden sein im Forum der RRVGT. Dort kann man sich also dann genau solche Entscheidungen nochmal zu Gemüte führen. Währenddessen haben wir Sandro Schlott, der jetzt schon auf Peter Spielmann in kürzester Zeit aufgeschlossen hat und Peter Spielmann auch hinter sich lassen konnte. Sandro Schlott dadurch also jetzt auf der gesamt 15. Position unterwegs. Peter Spielmann dadurch also auf Position 16 nach hinten gereicht. Fabio Pietrüger, ja, er kann den Abstand dort wieder ein bisschen verringern Richtung Benjamin Negro. Das waren mal 3 Sekunden, mittlerweile sind es noch 1,5 Sekunden. Also gegebenenfalls doch noch Chancen für den Audi-Piloten, sich hier wieder eine Position weiter nach vorne zu bewegen. Grüß dich, Ronny Tabakovic. Schön, dich hier im Stream begrüßen zu dürfen. Und kaum sage ich, dass Fabio Pietrüger dort noch eine Chance finden kann, hat er dann Probleme im Schwedenkreuz, verliert dort seinen Audi und damit steigt die Lücke oder wächst die Lücke wieder an auf über 3 Sekunden zu Benjamin de Groot. Und somit werden die Chancen ein wenig geringer auf die 7. Position. Da kommt die Info auf 15 Minuten Restzeit also. Dementsprechend haben wir noch 2, vielleicht auch 3 Rennrunden übrig. Ich schau mal eben, wo sich der führende Steffen Breitfeld befindet. Er ist Richtung Anfahrt der NGK-Schikane unterwegs. Also 2 Runden werden wir auf jeden Fall noch sehen. Je nachdem, wie die Pace von Steffen Breitfeld über die 2 Runden ist, bekommen wir auch gegebenenfalls eine dritte Runde hier dann zu sehen. Der Abstand zwischen Pietrüger und de Groot ist auf über 4 Sekunden mittlerweile angewachsen. Dementsprechend sollte dort nichts mehr anbrennen, sofern Benjamin de Groot das in seinem weiteren Verlauf das Rennen so bestimmen kann, sollte die Pace dort auf jeden Fall bei weitem ausreichen. Ich lasse mal den Blick gerade ein bisschen so durch das hintere Feld schweifen und da sind die Abstände dann teilweise doch sehr groß. Thorsten Dress hat zum Beispiel 141 Sekunden Rückstand auf Frank Hodes und Thoralf Bruder wiederum fehlen 99 Sekunden auf Thorsten Dress. Also dort hinten sind die Positionen dann dementsprechend doch mehr als bezogen. Der Einzige, der dort noch einen geringen Rückstand hat, ist Ralf Rühlander am Ende des Feldes. Ihm fehlen knappe 5 Sekunden zu Thoralf Bruder. Da behalte ich das Ganze auch mal im Auge. Vielleicht haben wir noch einen Zweikampf dann im hinteren Teil des Feldes gegen Ende des Rennens. Währenddessen, ja, Benjamin de Groot, der kann diesen Vorsprung auf Fabio Pietrüger nicht ganz so weit ausbauen. Von 4 Sekunden ist der Abstand dann wieder auf 2,5 Sekunden geschrumpft. Sieht so aus, als könnte Pietrüger auf der Grand Prix-Strecke Zeit gewinnen gegenüber Benjamin de Groot. Der Abstand bereits wieder unter 2 Sekunden zwischen den beiden Piloten.
grüß dich Gerhard, willkommen im Stream. Zu den letzten Minuten des Rennens. Während Benjamin Groth genau in dem Moment jetzt dann einen Fehler macht und das bringt Fabio Pedrüga dann wieder heran. Und somit bekommen wir also jetzt dann noch einen Zweikampf rund um die siebte Position. Fabio Pedrüga lässt es da richtig fliegen durch das Schwedenkreuz hindurch. Jetzt einen guten Ausgang aus dem Arenberg erwischen, die Fuchshöre hinunterjagen und vielleicht dann eine Chance nutzen zu können am Adenauer Forst. Sollte Benjamin de Groot dort einen Fehler einbauen, dann ist Pedrüga jetzt auf jeden Fall direkt zur Stelle und könnte sich die Position von de Groot dann wieder schnappen. An der Spitze sollte soweit alles geregelt sein. Erstmal, wir reden da von guten 11 Sekunden, die zwischen Breitfeld und Siebert liegen. Pedrüga, der baut jetzt hier richtig Druck auf Benjamin de Groot. Er versucht dann natürlich jetzt in totaler Schlagdistanz zu bleiben. Die Dreifach rechts hindurch jetzt in Wehrseifen hinein. Da muss Pedrüga weiterhin direkt am Heck des Alpina vor ihm bleiben. Die gerade hinunter nutzen, dann über Breitscheid hindurch die Exmühle hoch, guten Ausgang am Bergwerk erwischen und dann gegebenenfalls die Power nutzen, um sich durch das Kesselchen hindurch an de Groot vielleicht vorbeischieben zu können. Eine Möglichkeit darauf besteht auf jeden Fall. Pedrüga setzt das bis hierhin auf jeden Fall mal genauso um. Jetzt kommen wir ans angesprochene Bergwerk. Und da haben beide einen leichten Quersteher. Beide wissen, was hier auf dem Spiel steht. Aber der Abstand von Pedrüga zu de Groot ist hier dann doch zu groß. Und das wird hier dann erstmal nichts werden. Und jetzt ist das nächste Ziel von Pedrüga, die Lücke so weit zuzufahren, dass wenn es vom Geilenkopf hinausgeht auf die Döttinger Höhe, dort dann das Überholmanöver geben kann. Was dann natürlich auch relativ problemlos zu bewerkstelligen wäre von Pedrüga. Pedrüga kommt da weit raus in der Mutkurve, schafft es aber auf diesem gepflasterten Teil der Strecke zu bleiben und nicht die Wiese zu sehr mitzunehmen. Danke an Gianni, dass du den Chat dann dementsprechend kurz mal ein bisschen aufgeräumt hast. Ich konnte da jetzt nicht so den Blick drauf werfen. Ich denke, es ist auch besser, wenn wir uns jetzt wieder auf das Renngeschehen hier konzentrieren, denn wir haben ja einen guten Zweikampf zwischen de Groot und Pedrüga hier erstmal am Laufen. Vielen Dank für das Kompliment, Gerhard. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Renn-Action bekommen. Don't feed the troll. Ja, so schaut's aus. Beste Weisheit, die man meist in solch einer Situation mitgeben kann. Aber ich kann natürlich auch Marvin da voll und ganz verstehen. Aber zurück hier zu de Groot versus Pedrüga. Beide jetzt hier bei der Anfahrt Richtung Brünnchen. Und Pedrüga macht genau, was er machen muss. Er hält die Lücke dicht zu de Groot. Und das muss er noch ein paar Kilometer hier so weiter vollenden können. Vielleicht noch ein bisschen näher sich ranbringen an den Alpina vor ihm, damit dann die Chance auf der Dettinger Höhe gewährleistet ist. Verliert jetzt hier aber ein paar Meter wieder zu de Groot. Abstand 1,2 Sekunden zwischen den beiden Piloten. Schau mal, ob wir das hier eingeblendet bekommen. Somit haben sie jetzt auch den Live-Anstart zwischen de Groot und Pedrüga hier mit dem Bild und kann es dementsprechend live verfolgen. Auch wenn es leider ab und zu mal ein bisschen umspringt.
durch die Probleme des Live-Timings, was wir hier leider haben. Wir sehen, Betrüger verliert genau da, wo es drauf ankommt, die Zeit, aber Benjamin de Groot macht den Fehler. Ausgang des kleinen Karussells. Betrüger ist schon außen vorbeigegangen, im Geigenkopf gewinnt dort jetzt die Position zwar gegen de Groot, aber de Groot hat jetzt natürlich den riesen Vorteil des Windschattens auf der Dettinger Höhe und kann sich dadurch die Position vom Betrüger normalerweise wieder zurückholen. Lichthupen Benny wieder unterwegs, der Finger auf dem Knopf für die Frontscheinwerfer. Betrüger hält seine Linie, er weiß, er kann sich hier nicht groß verteidigen, muss dort sich jetzt wahrscheinlich wieder de Groot geschlagen geben und genau so ist es auch. Unter der Antonis-Buche hindurch geht es für beide Fahrer und de Groot schiebt sich am Betrüger vorbei und hat also dann die siebte Position erst einmal wieder zurück und wir schalten jetzt mal eben zum Führenden, um einen Crash zu vermeiden. Steffen Breitfeld also auf der 1 und Sie sehen es hier jetzt auch im Livebild, gute 10 Sekunden zwischen den beiden Fahrern und wir haben noch 6 Minuten Restzeit. Dementsprechend können wir jetzt eigentlich mal unseren Session Countdown anschalten, denn Last Lap, das sollte jetzt dann hinkommen. Und wir schalten wieder zurück zu unserem beliebten Zweikampf. Benjamin de Groot gegen Fabio Betrüger. Die werden es hier dann noch sehr gut geben, wollte ich sagen. Und in dem Moment verliert Fabio Betrüger seinen Audi 8 LMS Ultra. Ausgangs der Mercedes-Benz Arena. Verliert dementsprechend über 7 Sekunden auf Benjamin de Groot und das rettet de Groot. Und wir haben einen Zweikampf an der Spitze. Steffen Breitfeld mit Problem. Dort die Berührung mit dem überrundeten Toralf Bruder und Jakob Siebert holt sich hier erst einmal die Führung im Rennen wieder zurück. Damit haben wir also nach langer Zeit mal wieder einen Führungswechsel. Der Audi-Pilot Jakob Siebert setzt sich also jetzt vor Steffen Breitfeld in seinem Porsche. Breitfeld kann natürlich jetzt den Windschatten hier über den Flugplatz hinweg ausnutzen. Sollte sich aber dann am Schwedenkreuz leicht nochmal hinten anstellen, außer er schafft es vorher schon vorbei und Breitfeld zeigt sich da, kommt leicht quer, versucht natürlich alles, um die erste Position hier wieder zurück zu erkämpfen. Und Jakob Siebert wird natürlich alles probieren, diese Führung gegen Breitfeld zu verteidigen. Dicht gefolgt geht es jetzt hier durch die Fuchsröhre hindurch. Breitfeld jagt den Audi hier förmlich vor sich her. Jetzt hinauf in den Adenauer Forst. Dort heißt es, das Fahrzeug jetzt gut festhalten für beide Piloten. Wir sehen Siebert, leicht im Drift, versucht sich da irgendwie am Apex festzukreien und sein Audi da auf dem besten und schnellstmöglichen Weg durchzubringen. Der Druck von Breitfeld ist natürlich riesengroß. Im hinteren Feld haben wir auch einen Zweikampf zwischen Toralf Bruder und Ralf Rühlander. Dort geht es aber um die Positionen 19 und 20, weshalb wir natürlich hier bei dem Duell an der Spitze bleiben. Und das wird jetzt nochmal sehr, sehr spannend. Hier in der letzten Runde nach 75 Minuten Rennen bekommen wir also nochmal einen richtig engen und spannenden Zweikampf, um die Spitze zu sehen auf dieser berühmt-berüchtigten Nordschleife. Und Jakob Siebert, der fährt da mehr als am Limit jetzt einmal hier durch Wehrseifen hindurch. Geht gut für beide Fahrer. Nächste trickreiche Stelle kommt jetzt mit der Breitschallbrücke. Sieber bremst da früh genug, geht nicht zu viel Risiko, bleibt innerhalb der Curbs, genauso wie Breitfeld hinter ihm. Wellen berghoch zur Ex-Mühle. Ausgang gut erwischen, das gelingt auch beiden Piloten perfekt, deshalb bleibt der Abstand da auch relativ gleich. Und jetzt haben wir genau das, auf was wir die letzten Minuten ein bisschen gewartet haben, auch wenn man natürlich sagen muss, dass de Groot und Betrüger uns auch einen sehr guten Zweikampf gezeigt haben in den Runden zuvor. Aber wenn es natürlich um den Sieg des Rennens geht, ist das Ganze nochmal ein Zacken spannender. Und beide Piloten wissen natürlich, sie können es jetzt nach Hause fahren oder auch komplett verlieren.
Am Breitfeld, der geht da so viel Risiko, fährt die Mutkurve fast voll durch. Sein Ruf, gerät da ein bisschen auf den Grünstreifen. Er kann seinen Wagen aber auf der Strecke halten. Siebert im Vordergrund mit leicht querstehendem Auto aus der Klostertalkurve hinaus. Geht es jetzt hinein in das Karussell. Da lässt sich Siebert schön nach unten reinfallen. Breitfeld im Hintergrund gelingt das am Eingang nicht ganz so gut. Und dann verliert Breitfeld da das Heck ein wenig am Ausgang des Karussells. Siebert jetzt also 2 Sekunden Vorsprung auf Steffen Breitfeld und der Vorsprung wächst noch ein bisschen an. Wir reden sogar schon von 3 Sekunden zwischen den beiden Piloten. Und jetzt geht es natürlich für Siebert drum. Er weiß, er hat jetzt das Polster. Er hat 3 Sekunden Luft zwischen sich und Breitfeld gebracht. Jetzt heißt es hier noch einmal gut durch diese Kurvenkombination hier zu kommen. Hedwigshöhe durch den Wippermann hindurch. Geht es jetzt dann gleich in die Eschbach-Kurve hinein und Siebert hält sein Fahrzeug hier, geht nochmal kurz aufs Gas, kommt gut durch Eschbach hindurch, jetzt ab hinauf zum Brünnchen. Bei den Touristenfahrten sieht man hier gerne auch mal Fahrzeuge, die in das Kiesbett sich verabschieden, aber Siebert macht das hier gut, hält seinen R8 LMS Ultra hier ohne Probleme auf der Strecke. Jetzt hinunter zum Pflanzgarten, über den ersten Sprunghügel hinüber, lässt sein Audi da gepflegt rüber springen und taucht wunderbar in die Doppelrechts hinein. Jetzt über den Pflanzgarten 2 hinunter in das Stefan Bellof S hinein. Kein Risiko mehr gehen, 3 Sekunden immer noch der Abstand zu Breitfeld hinter ihm. Noch einmal hier in den Schwalbenschwanz hineinbremsen. Dann gleich in das kleine Karussell sich nochmal schön reinfallen lassen, rausspringen aus diesem kleinen Karussell. Das macht Siebert hier wie aus dem Lehrbuch schon. Abstand zu Breitfeld, 2,5 Sekunden, das reicht Siebert. Genau diesen Platz braucht er jetzt hier auf der Dettinger Höhe. Ist vorsichtig, geht nicht zu viel Risiko am Geigenkopf. Er hat 2,4 Sekunden Vorsprung jetzt auf Breitfeld. Das letzte Mal geht es die Dettinger Höhe hinunter. Der Vorsprung auf Breitfeld ist groß genug. Breitfeld kann den Windschatten dort von Siebert nicht mehr so effektiv nutzen, um dass hier nochmal ein Führungswechsel in Frage käme. Siebert muss jetzt nur sein Fahrzeug dann nochmal festhalten, wenn es in die hohen Rheinschikane hineingeht. Da fährt Siebert unter der Antonsbuche durch den Tiergarten herunter. Zum letzten Mal geht es für Jakob Siebert in die hohen Rheinschikane rein. Wir müssen gleich nochmal ganz kurz umschalten, denn wir wissen, an der Überschnittstelle gibt es das Problem. Einmal kurz umschalten, kurz durchatmen, einmal kurz aufatmen und zurück zu Jakob Siebert, der jetzt hier über Start und Ziel kommt. Und damit ist Jakob Siebert der Sieger des Saisonfinales auf der Nordschleife. 3 Sekunden vor Steffen Breitfeld. Lukas Kolb kommt jetzt auf der gesamt dritten Position hier über Start und Ziel. Der Gaststarter schafft es also, den dritten Platz ins Ziel zu bringen. Vor dem nächsten Gaststarter Lillentott auf der vierten Position. Jetzt springt hier alles ein bisschen durch. Frank Schrey befindet sich noch auf der Dettinger Höhe. Der dritte Gaststarter hier im Feld. Da geht es für Frank Schrey jetzt Richtung Antonsbuche dann schon. Also auch für ihn kein weiter Weg mehr in seinem Ford Mustang. Geht das jetzt unter der Antonsbuche hindurch den Tiergarten hinunter Richtung Hohenrhein-Schikane. Dann muss er nur noch hier sein Fahrzeug einmal gut festhalten, sicher durchbringen. Dann ist ihm dieser fünfte Platz auch nicht mehr zu nehmen. Einmal wieder kurz aus Sicherheitsgründen umschalten. Und dann können wir auch die Zieldurchfahrt von Frank Schrey mitnehmen. Glückwunsch zum fünften Platz an Frank Schrey. Und der nächste auf der Liste ist Michael Schmidt in seinem Nismo. Auch ein Gaststarter am heutigen Abend. Und Lichthupen-Benny gibt uns hier nochmal eine Einlage seiner Lichtspielkünste an seinem BMW Alpina. Er kann also die 7. Position ohne Probleme gegen Fabio Petrüger verteidigen. Wir schalten ganz kurz zu Fabio Petrüger. Auch er schon Einfahrt der Hohenrhein-Schikane. Hält sein Audi da gut fest und Benjamin Negroth kommt über die Linie. Glückwunsch zum 7. Platz nach einem starken Duell mit Fabio Petrüger. Kritische Stelle
Und Fabio Petrucha beendet das Rennen also auf der 8. Position. Der nächste Mann, der uns dann hier über Start und Ziel begrüßen wird, ist Pascal Berninger, führend im zweiten Grid, baut nicht nur die Führung aus, nein, er ist damit auch Meister in Grid 2, Meister in Grid 1, natürlich Jakob Siebert nach dem heutigen Sieg, so viel steht auf jeden Fall auch schon mal fest. Wir haben also zwei sichere Champions in beiden Grids. Glückwunsch an Jakob Siebert zum Gewinn von Grid 1. Und wir schalten gleich wieder zu Pascal Berninger zurück. Just in diesem Moment Glückwunsch zum Sieg im Grid 2 und Glückwunsch zum Meistertitel in Grid 2. Pascal Berninger, unser Alpiner Pilot, vor Christopher Meyer, der hier den zweiten Platz am Saisonfinale im zweiten Grid einnehmen wird in seiner Corvette C6. Das letzte Mal durch die Antonis-Buche hindurch. Noch einmal den Tiergarten hinunter zur hohen reinen Schikane. Fahrzeug festhalten, nicht zu viel Risiko gehen. Vorsprung auf Patrick Barth dahinter ist bei über 5 Sekunden. So ist es, da sehen wir es. Patrick Barth kann Malte Schneider dort also auch noch hinter sich halten. Fragezeichen, Patrick Barth dann mit kurzem Schlenker. Ich muss ganz kurz umschalten. Jetzt kommen die beiden, aber Patrick Barth hält sich also vor Malte Schneider. Der nächste Fahrer, der jetzt die Antonis-Buche hinunterkommt, ist Jörg Baumgart. Und wir sehen, wir haben nur noch 30 Sekunden oben auf dem Timer. Das heißt, wir werden leider nicht alle Fahrzeuge mit der Zieleinfahrt begleiten können. Jörg Baumgart wird aller Voraussicht nach der letzte Fahrer sein, dessen Zieleinfahrt wir hier mitnehmen können. Denn der nächste Mann ist Frank Waschke. Er jetzt gerade bei der Einfahrt zur Hohenrhein-Schikane. Jörg Baumgart kommt über Start und Ziel, beendet das Saisonfinale auf der 13, Frank Hodes, ich wollte eigentlich zu Frank Waschke, da ist er, Frank Waschke in seinem Kompetition 4-5 beendet das Rennen auf der 14. Hier haben wir dann nochmal die Gesamtübersicht der 20 Piloten, die das Saisonfinale hier beendet haben. Glückwunsch also an Jakob Siebert zum Sieg des Rennens und auch zum Gesamtsieg der Meisterschaft. Steffen Breitfeld auf der 2, Lukas Kolb auf der 3, Clement Todt auf der 4. Position, Frank Schwey auf der 5, vor Michael Schmidt auf der 6, Benjamin Negroth auf der 7, Fabio Petrucha auf der 8, Pascal Berninger auf der 9, Sieger im Grid 2 und auch Champion in Grid 2 vor Christopher Meyer, der die Top 10 abrundet. Suchen Sie sich Ihren Lieblingsfahrer aus der Übersicht hinaus. Und dann haben wir auch das Ende nicht nur des heutigen Rennabends erreicht, sondern auch das Ende der GT3-Saison. Präsentiert von der RVGT. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern nicht nur für den tollen Rennabend hier und heute. Der Dank geht natürlich nicht nur an die Zuschauer, sondern natürlich auch an die Serienveranstalter sowie alle Fahrer hier aus dieser Meisterschaft. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Saison mit euch allen zu verbringen. Ihr wart ein super Zuschauerpublikum. Immer schön auch den Chat nebenbei zu lesen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit den Fahrern, die immer viel Rennaction geliefert haben auf der Strecke. Auch an die Administration ein herzliches Dankeschön. Es war super administriert, ihr habt euch richtig viel Mühe gegeben. Es hat viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Und dann, ja, bleibt einem am Ende der Saison eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, wie man vielleicht denkt. Außer, dass ich euch in dem Sinne noch einen richtig schönen Sonntagabend wünsche. Einen guten Start in die neue Woche. Habt einen entspannten Montag. Macht euch nicht allzu viel Stress. Montage können auch ab und zu mal gut sein. In diesem Sinne, Dankeschön, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich natürlich auch immer über ein Like oder ein Abo. Kein Zwang, bis dahin. Einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss und auf Wiedersehen.